Was freue ich mich? Es ist schon jahrelang her, dass wir an diesem Tisch gesessen sind. Heute ist sie wieder hier mit neuem Album. Herzlich willkommen, Geraldine Olivier. Es ist schön, bei dir zu sein, wie immer. Geraldine, ich fange jetzt einmal gleich mit einem Frontalgespräch an. Dein neuer Haarschnitt bringt uns alle hier zum Staunen. Was ich aus meiner langjährigen Erfahrung weiß, ist, wenn eine Frau ihren Haarschnitt so radikal verändert, dann hat sich auch in ihrem Leben allerhand verändert. Ist das bei dir auch so oder ist das eine Laune des Friseurs gewesen, der dich so verjüngt und verschönt hat? Oh, so, danke. Jetzt. Nein, also es war wirklich so, dass ich es wollte. Ich hatte das Gefühl, dass mein langes Haar mit den Jahren eine Last wurde. Ich habe ja in den letzten Jahren so viel erlebt, Höhen wie Tiefen. Und die Haare leben mit dir. Sie begleiten dich ein Leben lang und ich hatte das Gefühl, wenn ich sie abschneide, fällt etwas von meinen Schultern weg. Und das war so. Also als er den Schnitt vorgenommen hat, habe ich das Gefühl gehabt, ganz kurz der Trauer, oh, jetzt hat er einen Teil meines Lebens weggeschnitten, aber sofort danach, also es war Sekundenbruchteil, dieses Gefühl, oh, jetzt fängt es wieder an, neue Energie, neues Leben. Ich habe es gebraucht und das war der richtige Moment. Loszulassen, um etwas Neues zu schaffen, ist vielleicht auch etwas, was in deiner Karriere einen wichtigen Faktor einnimmt. Denn du hast schon seit langen Jahren kein reines deutschsprachiges Schlageralbum mehr aufgenommen. Und wenn man jetzt in das neue Album reinhört, hat man das Gefühl, dass es frisch und erwachsen und voll von neuen Geschichten ist. Vielleicht auch eine Zeit, die es gebraucht hat, um eine neue Geraldine in dir zu finden. Ja, ich glaube, die Erfahrungen haben auch ein ich bin gereift, auch als Mensch. Wie gesagt, diese Höhen und Tiefen, man hat einiges erlebt in den letzten Jahren. Und in diesem Album, wir haben wirklich über ein Jahr daran gearbeitet, haben wir diese Zeit verarbeitet. Wir haben diese Ideen zusammengesammelt. Wir haben diese Erlebnisse zusammengesammelt, die ich erlebt habe, aber auch Familie oder Freunde erlebt haben. Und diese ganzen Ideen haben wir dann Bernd Meinuger, eine Koryphäe als Texter in Deutschland, geschickt. Und der hat sie wunderschön zu Papier gebracht. Und das ist eigentlich mein persönlichstes Album. Und ich fühle mich mit jedem Titel einfach wohl. Wir kommen beide aus einem Genre, in dem sehr viel über heile Welt gesprochen wird. Friede, Freude, Eierkuchen. Man hat immer das Gefühl, diesen Schlagerstars kann nichts widerfahren, was sie vielleicht mal aus der Bahn wirft. Und du hast jetzt schon zweimal davon gesprochen, dass es nicht nur leichte Zeiten waren. Lass uns vielleicht ein bisschen über das sprechen, weil das die Leute natürlich auch interessiert, was die Stars so umtreibt. Du hast erstens mal, um auf das zu sprechen zu kommen, einen wirklich ernstzunehmenden Unfall gehabt, der dich zurückgeworfen hat. Ich würde gerne über das mit dir sprechen. Was hat das mit dir gemacht? Ich glaube, das war 2011. Ja, ein tatsächlicher Sturz auf der Bühne, oder? Ja, ich bin von der Bühne gestürzt, Kopf voran, habe mir 7 Brüche geholt am ganzen Körper. Seitdem ist meine Hüfte immer wieder verschoben. Und die Schmerzen begleiten mich wöchentlich. Ich lebe mit Schmerzen. Man gewöhnt sich an Schmerzen, das sind Narben, ja. Und, aber diese Narben haben auch was Schönes, denn ab und zu spüre ich hier einen Schmerz nicht mehr und kann mich erfreuen, wieder neue Wege zu gehen in mein Leben. Also Narben helfen dir weiterzukommen, Erfahrungen helfen dir weiterzukommen. Wenn man sich vorstellt, dass du 1995 diesen riesengroßen Erfolg für andere aus dem Nichts, wir Insider wissen ja, dass du zu diesem Zeitpunkt schon eine großartige Karriere hinter dir gehabt hast und auch schon mittendrin warst, aber für uns volkstümliche Musikanten war plötzlich Geraldine Olivier da und es war wie ein Komet, der plötzlich aufgegangen ist.
Und das ist ja schon wahnsinnig lange her. Zehrst du noch von diesen Erinnerungen von damals, von 1995? Ich glaube, wenn 1995 nicht gewesen wäre, wäre ich heute hier nicht am Tisch mit dir. Also der Titel von Rudi Margreiter, der leider nicht mehr unter uns ist, hat mir verholfen, heute noch dabei zu sein. Dieser Titel ist eingeschlagen, weil er eine schöne Botschaft war. Nimm dir wieder einmal Zeit, um mit mir glücklich zu sein. Viele Menschen haben sich angesprochen gefühlt mit diesem Titel und ich zehre noch heute davon. Ohne den Titel würde es Geraldine Olivier gar nicht geben. Was Geraldine natürlich ausmacht, ist zu einem guten Teil auch, dass sie nicht nur schöne Titel gehabt hat, sondern dass sie sich als Künstlerin immer weiterentwickelt hat. So hast du in den letzten Jahren tolle Konzeptalben und auch überhaupt Konzepte entwickelt, mit denen du dann auf Tour warst. Und du warst mit mir auch schon einmal hier und hast ein französischsprachiges Album vorgestellt. Das war ja auch eine ganz tolle Erfahrung, dich auf diese Art und Weise zu erleben in deiner, kann man sagen, Muttersprache? Ja, so bin ich aufgewachsen auf Französisch und das war mir damals, das war das 20-jährige Jubiläum, ein Muss meinem Vater. Ja, ohne meinen Vater wäre ich auch nicht da. Ja, klar. Ihr seid wichtig, ihr Männer. Ja, also Babys machen zu Hause. Ein Muss meinem Vater ein Geschenk zu machen und in meiner Muttersprache ein französisches Album aufzunehmen mit den größten Chansons. Und ich glaube, damals haben wir gemeinsam den Titel Champs-Élysées gesungen. Ja, das war wunderschön. Ein perfektes Stichwort, denn jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Vergangenheit, bevor wir zum aktuellen Album von Geraldine kommen. Wir zwei haben hier in der kleinsten Unplugged-Version, die es wahrscheinlich von dem Lied jemals gegeben hat, Champs-Élysées gemeinsam performt. Und dann leiten wir direkt über in den Titel, so wie ihn Geraldine dann auf CD gebrannt hat und wie er schöner kaum sein kann. Champs-Élysées. Und wir sehen uns dann wieder mit dem zweiten Teil eines sehr persönlichen Gesprächs mit einem großen Star, Geraldine Olivier. Champs-Élysées, die Stadt der Liebe, Paris, und die lässt man sich gerne von dir beschreiben. Du bist seit Ewigkeiten mit dem lieben Lutz zusammen, der ja auch mit dir beruflich verbunden ist. Und auch in dieser Ehe muss man wahrscheinlich auch daran arbeiten, wenn man vor allem beruflich immer zusammensteckt, dass alles frisch und locker bleibt. Und da frage ich dich jetzt gleich was. Ich habe in einem Interview gelesen, dass dein Mann irgendwann mal gesagt hat, die neue Frisur hat ihm die Scheidung erspart, weil er dadurch eine neue, noch jüngere Frau zurückbekommen hat. Dann hat diese böse Presse daraus gleich eine Riesenschlagzeile gemacht. Aber ich glaube, das ist keine Narbe auf dem Herz, von der du auf dem neuen Album singst. Absolut nicht. Mein Mann ist Hamburger. Die Hamburger haben so einen trockenen Witz. Er hat gesagt, es hat mir eine Scheidung und eine Hochzeit gespart. Ah, das haben Sie vergessen, dazu zu schreiben. Dazu zu schreiben. So hat er eine neue Frau bekommen. Also es ist für uns zum Glück, wir hatten Glück beide.
Wir hatten großes Glück, uns kennenzulernen. Er kam aus dem Milieu des Showgeschäftes, war Produzent beim NDR, hat alle Unterhaltungssendungen früher gemacht und hat mein Management übernommen. Er ist für die Rechtsfragen zuständig, da er ja Rechtsanwalt ist. Und also ich hätte keinen besseren Mann bekommen können, und wir können auch 24 Stunden am Tag zusammen sein und wir gehen uns nicht auf die Nerven. Also ich kann Lutz den ganzen Tag um mich haben. Siehst du bei Gute Laune TV, da erfahrt ihr die ganze Wahrheit über unsere Schlagerstars. Geraldine, Narben auf dem Herz bedeutet natürlich, man hat was erlebt. Wir befinden uns derzeit in einer Zeit, wenn man so in die Nachrichten schaut, wir hatten es schon mal lustiger auf dieser Welt. Ja. Wenn du dich so ein bisschen mit dem Jetztsein auseinandersetzt, glaubst du, dass der Schlager auch die Aufgabe hat, ein bisschen von diesem Heile-Welt-Image wegzugehen und über das wahre Leben zu berichten? Nein, nicht unbedingt. Also beides. Der Schlager, warum lieben das Publikum, unsere Fans den Schlager? Weil sie auch die Sorgen damit auch vergessen können. Man kann mit dem Schlager alles transportieren, und in meinem Album habe ich alles transportiert. Ich habe sogar ein Lied für Hundeliebhaber auf diesem Album gebracht, denn für mich ist der Hund auch ganz wichtig. Ich habe einen eigenen Hund und er ist meine große Freude. Ein Hund ist ein bester Freund. Also man kann im Schlager alles transportieren, die schöne und auch die weniger schönen Seiten des Lebens. Aber unsere Aufgabe ist, die Menschen glücklich zu machen mit dem Schlager. Lass uns über schöne Seite deines Lebens und deiner Karriere sprechen. Nächstes Jahr ist ein großes Jahr für dich. Ja. Man kann es schnell zusammenzählen. 95 den Grand Prix gewonnen, 2005, 2015, 2020. 2020 feierst du dein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. Du hast auch kürzlich einen runden Geburtstag gehabt, das habe ich gehört. Schon länger. Schon länger ist es kürzlich her. Ich werde 52. Na, das kann man ja sagen. Ja. Mit Fug und Recht. Und nächstes Jahr, großes Jubiläum, gibt es irgendwelche Geheimpläne, von denen jetzt nur wir zwei erfahren? Ja, kann ich rausplaudern. Also ich möchte Danke sagen für 25 Jahre. Ich möchte meinen Fans Danke sagen, dass sie mich begleitet haben, so lange. Ich möchte den Veranstaltern Danke sagen für 25 Jahre. Und wir werden es so machen, dass alle die Geraldine für 25% bekommen werden. Das heißt, wir schenken den Veranstaltern 25% auf meine Gage. Wir schenken meinen Fans 25% auf die Tonträger, wow, von Geraldine. Wir wollen einfach Danke sagen. Danke, dass ihr für mich da wart. Und das ist eigentlich Selbstverständliches, denn es gibt so viele Stars, die kommen, die gehen. Du hast auch viele kommen und gehen gesehen, ja, die schon an kleinsten Kleinigkeiten zerbrochen sind. Und die Narben auf deinem Herz, die vielleicht auch auf diesem Album ein bisschen rauszuhören sind, da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen, weil du strahlst immer noch eine unglaubliche Lebensfreude und einen Willen aus, deine Geschichten zu erzählen. Siehst du irgendwo in ferner Zukunft ein Leben für Geraldine ohne Schlager und ohne die Bühne? Darüber spreche ich natürlich mit meinem Mann. So Tourneen, du weißt das ja, können sehr anstrengend sein. Aber momentan macht es mir wirklich sehr viel Spaß. Ich bin mit meinen Fans so verbunden, dass wir WhatsApp-Gruppe haben. Also mein Fanclub, meine Fanclub-Mitglieder sind mit mir verbunden. Wenn sie mich brauchen, können sie mich einfach über WhatsApp erreichen. Ich bin für sie da und ich fühle, dass es auch für von mir eine Aufgabe ist, für die Menschen da zu sein, nicht nur musikalisch, aber auch für sie da sein, wenn es ihnen nicht gut geht. Das tut mir gut. Ich bin ein bisschen dieser Typ. Mein Mann sagt immer, ich bin Mutter Teresa. aber das stört mich nicht. Solange ich die Kraft habe, dann möchte ich gern da sein für meine Freunde und Fans. Und ich bin glücklich auf der Bühne, wenn ich singen darf. Diese Konzeptalben sind so schön, weil ich mit den Fans diese Lieder auf der Bühne singen kann. Seemann, lass das träumen, singt das ganze Publikum mit. Solange es Spaß macht, mache ich weiter.
Aber ich spreche schon mit meinem Mann, Schatzi, wenn es uns zu viel wird und wir langsam müde werden, dann möchten wir irgendwann mal an die Sonne gehen, irgendwo auf eine Insel und dort leben. Unsere letzten Abendstunden auf eine Insel verbringen. Was soll ich sagen, außer da haben wir ja noch ewig lange Zeit, bis du die Abendsonne auf irgendeiner Insel genießt. Abgesehen davon haben wir auch ein paar schöne Schlagerinseln, auf die wir die Geraldine Olivier noch gerne bringen würden. Eine dieser Inseln in diesem Geschäft, das immer weniger wird, ist Gute Laune TV. Ja. Ein Sender, der es liebt, deine Musik zu spielen und der sich auch jetzt darauf freut, einen neuen Song von dir zu präsentieren. Es ist der A1-Song, sprich der erste Song auf dem Album, Heut Nacht will ich alles. Liebe Geraldine, wenn ich den Song jetzt noch nicht gehört habe, was willst du uns denn damit sagen? Also ich sag dir eins, mein Album habe ich meinen Fans gewidmet und die Titelpaten des Albums sind meine Fans. Sie sind sogar abgebildet in meinem Album. Und ich habe jedem Fan, der es gewünscht hat, als Titelpaten zu sein, einen Titel gewidmet. Und zum Beispiel Heute Nacht will ich alles habe ich Sarah gewidmet. Sie war 14, als sie in meinem Fanclub kam. Heute ist sie 37. Und sie hat das erlebt, was dieser Titel einfach aussagt. Und sie wollte unbedingt diesen Titel und ich wünsche dir, Sarah, dass dein Leben wieder voller Sonnenschein ist. Liebe Geraldine, das ist ja so ein schöner Schlusssatz, dass ich nur sagen kann, vielen Dank, dass wir dich heute hier erleben durften. Du bist so authentisch und du bist für mich eine der ganz Großen der Szene und wir freuen uns alle, dass wir dich mit diesem Album wieder zurückhaben. Und ich würde sagen, zum Abschluss genießen wir jetzt gemeinsam diesen neuen Titel vom brandneuen Album von Geraldine Olivier. Ein Titel für einen Fan, für Sarah. Heute Nacht will ich alles. Nacht will ich alles.